Hallo, hier ist Milzbrand XY. Mein zweites Spiel auf meiner Liste ist Subnautica 2 Below Zero. Ich habe damals Teil 1 schon mal gezockt. Es hat mir echt richtig gefallen. Und jetzt Teil 2. Ich habe das vor 2 Monaten mir geholt und habe schon mal reingeschaut. Und jetzt ist gerade die neue Version rausgekommen und die möchte ich mit euch spielen. Ich kann leider kein Englisch, aber Gott sei Dank hat das Spiel eine deutsche Übersetzung. Na, schauen wir mal, wie es losgeht. Wie gesagt, ich habe es vor 2 Monaten schon mal angezockt, aber da war es noch nicht ganz so weit. Und da habe ich wieder aufgehört. Und jetzt, nach 2 Monaten, mal sehen, was sich alles so verändert hat. Sorry, wegen meinem Geräte. Ich tue mich gerne mal verraspeln. Achso, beliebige Taste drücken. Was jetzt? Telefon. Ein sehr großes Handy. I repeat, immediate evacuation of Sector Zero to Space Station Vespa. Sir, also, what's happening? Was geht? The meteor storm. There was interference. It's closer than they thought. How long? Maybe 10 minutes. Jeff, do you read? I've been coded it. I translated the wake-up command. Your timing sucks. We're das evacuating. Das war vor 2 Monaten noch nicht da gewesen. Jeff! His last GPS check-in was at the cave entrance. I'm going up there. Roger that. Don't stay any longer than you need to. Haben wir irgendwas verpasst? Liegt irgendwas noch rum? Na, hier liegt noch was. So. Gehen wir mal raus. Das nicht mitnehmen. Damals war das Spielen ja auf Landfläche ein bisschen kompliziert oder ein bisschen komisch zu laufen und so. Es ist jetzt viel schöner gemacht. Aber gut, das Spiel soll ja auch mehr unter Wasser sein, aber Teil 2 soll ja auch ein bisschen auf dem Land sein. Die Krebse waren das damals, ne? Die gab es damals auch. Fand ich cool. Dicke fette Rakete, ne, Antenne ist das. Haben wir hier irgendwas? Ne. Dann geht's runter. Okay, irgendwie wird mir gerade ein bisschen kalt. Ein Auto? Raumschiff? Raumschiff. Kann man nirgendwo einsteigen. Schauen wir mal weiter. Das sind die Heizblumen. Ich finde die cool, aber wie die Blumen fetzt. Ich finde die Grafik hier echt schön. Und schön. Ich finde das Spiel allgemein schön, weil man muss nie unbedingt schießen. Davon abgesehen, dass er kaum eine Waffe gibt. Außer die im U-Boot damals gab, aber mit denen konnte man ja nicht zerstören oder töten. Ist halt ein Survival-Spiel ohne Töten, großartig. Außer die Fische essen. Ja. I'm approaching the research site. It looks like Jeff's GPS tracker's here, but no other sign of him. Understood. Be careful. Sieht immer noch schick aus. Jeff! Jeff! Jeff would be home. Now Jeff is gone. Who am I speaking to? Mal eine Kaffeemaschine.
trinke gerne Kaffee. Jeffoff isn't here. But Sam, we woke something up. I spoke to it. Please, get to the escape ship. Okay, gehen wir zum Raumschiff. Ich warte noch auf meinen Kaffee. Oh, ich habe ja schon einen Kaffee. Cool. Trink den Kaffee mit essender Tasse. Ist doch schön. Das ist doch schön. Wer Subnautica 1 kennt, der weiß ungefähr eh noch, wie das so ist. Und ich denke mal, das ist immer noch fast dasselbe. Weil das spielt ja auf demselben Planeten, nur anderer Sektor. Ich glaube immer, dass es dann mit Fische essen. Wie gesagt, ich habe euch schon mal reingeguckt. Eigentlich immer dasselbe. Ui, nur gut, dass ich da nicht war. Der fiel aber ein bisschen langsam, der Stein. Und dann gibt es Luft, egal. Ich schätze mal, hier kommen wir nicht durch. In der Wohnung haben. Ja, ist. Man muss halt so einen Sommergarten haben. Kann man so in die Wohnung reintun. Ui. Geht los. Das ist schick gemacht. Hey, bleib stehen! Erst renn ich dem Chef hinterher und dann haut er ab. So, still making for the base. That's my best shelter now. Okay, let's see what I can do from here. Was ist denn hier los? Ganz schön laut. Mal kurz Einstellung. Ein bisschen leiser machen. Weiter. Ui. Da muss ich durch, Jungs. Ich habe noch keine Anzeige wegen Hunger oder so, sehe ich gerade. Okay. Lawinengefahr. Vorbeugung haben wir noch nicht gewusst. That's a negative. It's gone. Sam. Leider, ich bin für den Schneemann. Hui! Okay. Jetzt sind wir unter Wasser. Ich finde es schön gemacht. Ja. Wir müssen halt immer auf unser Luft. Schnupperungsanzeige aufpassen. Und du mal ertrinken. Schwimmen da oben. Haben wir was? Okay. Hauptsache wir finden Gold. Silber ist am Anfang sehr wichtig und natürlich halt unter Luft. Die Viecher sind auch immer wichtig. Die bringen uns Wasser. Ich weiß, Wasser im Meer ist komisch, aber wir müssen ja was trinken. Salzwasser kann man ja nicht trinken. Und nur von Kaffee kann ich nicht leben. Thank you.
da oben. Ganz schön was los hier. Also unsere Raumstation. Das sieht lecker aus. Nee, da sieht nicht so lecker aus. Also, eigentlich töten wir nie im Spiel, außer die Fische. Die brauchen wir zum Überleben. Von Pflanzen kann man sich hier, glaube ich, noch nie ernähren. Oder noch nicht. Mindestens die Wasser. Die Wasserfische hier brauchen wir. Ich muss halt nur aufpassen, wenn ich irgendwo hinschwimme, dass über mir immer noch ein bisschen freie Fläche ist zum Luftschnuppern. Wo müssen wir ab? Da müssen wir hin. Die Dinger sind wichtig für uns. Wenn die noch genauso sind wie im ersten Teil. Ah, da ist was. Ah, ich muss mir einen Scanner bauen. Ja, ja. Und vor den komischen Viechern muss ich aufpassen. Habe ich gemerkt, vor 2 Monaten, die klauen endlich Zeug weg. So kannst du die immerhin wieder einsammeln. Oh, hab Schwein gehabt. Ja, ein bisschen Wasser für Wasser. Was zum Essen brauchen wir noch. Ja, das sieht lecker aus. Tiefe Wasser sollte man auch noch nicht ganz so schwimmen, das sind die größeren bösen Fische. Die fressen uns natürlich. Mit ein bisschen Luft schnuppern. Batterien gemacht. Das war neben dem ersten Teil. Oh, Kupfer. Okay, wir trinken eine Tasse heißen Kaffee. Unter Wasser. Kann jeder. Ja, ja, ich schnuppere bis Schluck. Nochmal. Okay, haben wir wieder Platz. Da kann man nochmal 2 Fische sammeln. Fische, Fische. Luft nie. Essen. Essen, 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 essen. Bleib stehen. Herr Burger. Tauchverflossen muss ich mal. So. Gehen wir aber erstmal hier durch, was man so bauen kann. So, haben wir alles gelesen und angehört. Statistically, it is the hard part. This lifeboat will help you survive until rescue. Okay, okay. Fabricate food and tools, and refer to your PDA's databank for more information. Good luck. Hilfpunkt zurückziehen, erste Hilfe leisten, Notfallhilfe senden, alles klar. Und habe ich vergessen?
Programmierer vergessen. Okay. Na gut. Wir haben erstmal unser Essen vorbereiten und unser Trinken. Essen vor allen Dingen. Flossen und den Scanner bauen ist jetzt meine Frau. Und ein Messer vielleicht noch. Brauchen wir für die Fasern mit Minöre. Batterien. Okay. Dann kann man gleich mitmachen. Was kann man hier oben machen? Das. So, das geht nicht. Flossen. Das sieht gut aus. Fasern, das kriegt man aus den langen Pflanzen raus, wo man die roten Früchte gesammelt hatten gerade. Scanner. Und ein Messer. So. Schnell was essen. Okay. Man kann man schon so eine Boje machen? Nee. Na gut, gehen wir scannern. Ich bin das genau. Okay. Hab ich hier noch nichts scannen? Komm mal schnell, du Vogel. Wieso geht er nicht ganz komplett zu scannen? Ein Bug, oder? Pilze! Und Luft schnuppern! So, wir wollten ja eigentlich da hinten wieder irgendwo hinschwimmen. Ich habe davon was gesehen. Ja. Ja, vielleicht schaffen wir noch einen. Wo ist das? Vielleicht schaffen wir ja eine Taucherflasche. Okay, die gehen. Die Wasserfische nicht so. Und das sind die Batteriedinger. Zum Scannern. Die hat man schon gehabt, den noch nicht. Ah, die auch noch nicht.
beim letzten Mal schöner gelöscht, muss ich ehrlich sagen. Emergency cache detected nearby. Was immer du sagst, Schatzi. Oh, Junge, aufpassen. Oh, das Boot. Okay. Bisschen dunkel da unten. Hier kommen wir dann mal weg. Ja, die treffen sie ja nicht. Den haben wir schon. Schnuppern. Ich finde das schick. Echt cool. Ah, hier sind die Pflanzen. Luft schnuppern. Super. Origin, Alien Sanctuary Site. Ah, das sind die Klaufischer, ja. 200 meters depth. Ja, das ist mir noch zu tief. Du gehst weg. Du bist süß, aber du klaust mich, ey. Geh woanders hin. Nein! Kusch! Kusch! Oxygen. Mal Luft schnuppern. Jetzt hat das Vieh das Messer abge... Mensch, es könnte... Kann man doch freiten? Das ist ja cool. Das ist das, was wir vor uns gesehen hatten. Oder? Das sieht nach Gold aus. Nee, darf ich nicht. Mal so eine Luftschnuppungspflanze. Habe ich schon gesehen. Das sieht gut aus. Aber wir müssen raus. Nur das eine, nur das. Oh, Gold hat man gehabt, glaube ich. Ja. Oxygen. Zack. Goldhammer. Ab nochmal runter. Scanner anmachen. Gold. Halt, wo ist er? Wo ist er? Schwefel. Alles gut? Oxygen.
Erst kommt die Pflanze. Zurück. Hier war was. Okay. Hier raus. Jungs, ich will das. Ah! Haben wir viel Platz? Das sieht doch gut aus. Wir haben hier in der Nähe erstmal von der Luftschnupperungspflanze da. Haben wir die schon gescannt? Ja. Oh, das selber sieht es aus. Ist hier irgendwo noch was, was Cooles? Was haben wir schon? Oxygen. Machen wir die komische Luftflug. Nee. Du klar auf jeden Fall nicht. Ich fühle mich hier bei den Schlingpflanzen wie irgendwo auf dem Markt, wo es geklaut wird. Ja, da fahren wir nach Hause. Ja, fahren wir. Da schwimmen wir mal nach Hause. Cooles finden. Kann uns gerne an den Bayern machen. Brauchen wir noch nie. Guck mal, hier haben wir auch noch mal sowas. Mal auch noch hier solche Löcher. Was ist denn das da? Halt erstmal Luft schnuppern. Oxygen. Das ist so ein Klaufi. Ja, ja. Okay. Jetzt gehen wir mal nach Hause. Bin noch rumgebampelt. Da war ja was, oder? Ja. Ja, Oxygen. So. Wo ist unser Zuhause? Egal. Wir schwimmen erstmal nach Hause. Dann machen wir erstmal Cut. Ich sage erstmal Tschüss, das war euer Milzbrand XY von der ersten Serie von Subnautica 2. Bis nächste Mal.